Ja, hallo zusammen. Ich halte einen Redebeitrag der Vernetzung der Akelius-Mieterinnen Berlin. Die Mieterinnen von Akelius haben die Nase gestrichen voll. Mieten von bis zu 42 Euro warm den Quadratmeter. Kündigungen, Räumungsklagen, Zwangsräumungen, Dauermodernisierungen ohne Sinn und Verstand. Umwandlung von Mietshäusern in Eigentumswohnungen. Vernachlässigung von Reparaturen, aber tägliches Putzen der Fassade. Wachschutz zum Erhalt von Leerstand und Jagd auf kreative Wandgestalterinnen. Es reicht, Akelius kann gehen, Spekulantinnen haben kein Anrecht auf unsere Miete. Die Enteignungskampagne ist super, endlich wird mal wieder über die Eigentumsfrage nachgedacht. Der Mietendeckel nur ein Anfang. Ausnahmeregelungen und Befristungen müssen unbedingt entfallen und sowieso. Das eine hebt das andere nicht auf. Wir brauchen beides. Aber es muss auch sonst noch grundsätzlich über vieles debattiert werden. Zum Beispiel, was ist die Rolle der Justiz? Wir alle kennen noch Richterin Regine Paschke. Ganz nach ihrem Vorbild meinte letztens eine Jungrichterin in Neukölln, dass sich der Mieter eben einen anderen Vermieter suchen soll, wenn er mit Akelius so unzufrieden ist, dass er die Enteignung befürwortet. Was ist mit der Trennung von Politik und Wirtschaft? Wir wissen noch alle, wer Hartz IV eingeführt hat und wer den öffentlichen Wohnungsbestand in Berlin privatisiert hat. Der Wechsel von Politikerinnen in die Wirtschaft ist gang und gäbe. Aber es geht auch andersrum. Multimilliardär Roger Akelius hat sich 2016 Schweden als Bauminister angeboten. Was ist Gemeingut und gehört uns allen und ist prinzipiell unveräußerlich? Grund und Boden sind wie Luft, Licht und Wasser etwas, was allen Lebewesen gleichermaßen gehört. Niemand hat das Recht, es für sich alleine zu beanspruchen und zu kaufen oder zu verkaufen. Es ist klar, wir brauchen weder Akelius noch die Deutsche Wohnen, noch Vonovia, Ado, Padovic, Pierce Global, noch all die anderen. Wir brauchen solidarische Lebensräume, gesellschaftliche Besitzverhältnisse, eine gemeinwohlorientierte Wirtschaft, inklusive echtem Klimaschutz und eine gleichwertige Verteilung des Wohlstands für alle hier und auf der ganzen Welt. Vielen Dank.